Ja, hey! War wieder Bund-Anzieh-Zeit in Kölle. Und ganz viel Polizei war auch da, weil da waren ja in der Silvesternacht hunderte Frauen sexuell belästigt und auch bestohlen worden. Deshalb sind auch die Reporter aus aller Welt ganz jeck. Vielleicht passiert ja wieder was in der Antänzerstadt bei der Alemania, donde las fiestas de carnaval, las de Colonia. Huch, wer ist denn der? Und wo sind denn nun diese Antänzer? Nee, nicht die. Diese, also sag mal. Ich sag mal, so traurig wie das, die nicht deutsch aussehen. Genau, wo sind die? Los, ihr Reporter, sucht! Was kriegen die Leute denn da so zu sehen? Ja, also wie du siehst, hat die Party schon angefangen. Ja, nee, nix Party. Das war doch gerade so ein Antanz-Afrikaner. Aber wieso ist der denn weiß? Aber hier, das sind Antanz-Migranten. Ach nee, auch weiß, doof und besoffen. Das fing mit einem Küsschen am Hals an. Das ist ja noch in Ordnung. Von der Seite ist ein Mann gekommen und hat den Stinkefinger gezeigt. Und er hat mich hier an der Brust angefasst. So. Sie waren deutsch. Keine Nordafrikaner, keine Migranten. Sie waren blond, blauäugig, also typisch deutsch. Okay, na gut, dann haben die Reporter es endgültig belegt. Wir Deutschen lassen uns das Antanzen nicht von den Ausländern wegnehmen.